So, hallo YouTube. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte gucken Garage Manager. Da haben wir Trondheim. Können wir gleich einen neuen kaufen. Wir haben jetzt einige Ausführungen davon, ne? Also interessiert mich einfach mal gerade so, was hier so möglich ist. Oh, okay, das sieht echt hässlich aus, muss ich sagen. Er sieht nicht so schön aus, muss ich sagen. Das sieht so, ja, irgendwie so, wie so ein Mobbing-Opfer aus. Ich weiß es auch nicht. Also ja, ich verstehe schon, dass sie was haben, aber weiß ich nicht. Vor allem hat er nicht diese schönen Farben. Weißt du, diese, die ich halt hier habe, ne? Also es wird sicherlich auch vielleicht von MAN oder Mercedes sehr, sehr schöne und gute geben, ne? Also, wenn man jetzt hier mal... Der TGX gefällt mir eigentlich sehr gut vom Aussehen her. Warte mal, was haben wir hier? TGX, hier, GX, GM und GN, GX, vom Fahrwerk her, nehmen wir einen 8x4 natürlich, ne, der hier 6x4 Midlift, das wäre so ein Standardwagen, also wenn wir hier so einen Standardwagen, sag ich mal, machen könnten, ne,
Aber der hat halt nicht das, was ich halt habe da als Dings, ne? Und das finde ich ein bisschen schade, wenn sie das auch. Deswegen hat Scania so viel. Alter, ein Schwarz. Schwarz sieht ja auch schon gut aus, muss ich sagen. Also. Das ist so, ja, wow. Hier ist eine Deutschlandflagge. Und nun. Löwenpower. Das sieht aber einfach zu lang aus irgendwie. Der hat auch kaum Wendigkeit. Das ist so. Der hätte hier hätte viel mehr Wendigkeit. Wenn wir jetzt noch sagen würden. Oh, wir haben hier einige Motoren. Die werden immer schlechter, aber mehr Standard gut. Also der gegenüber den hier ist schon krass. Aber Heavy Load R ist schon mit das Beste. Also das Standarddesign gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Hat so einen cleanen Look, sage ich mal. Wenn man die goldenen Streifen und das rote hier wegmachen könnte, das wäre so nice, aber es wird es leider nicht geben. Ja, und deswegen gefällt mir das nicht so wirklich. Das ist so. Ja, Standard halt so. Wisst ihr? Was? Das ist schon, das hat schon was. Woman, das ist so, wow. Ja, das sieht so eckig aus, das sieht so bullig aus, das ist so, ja Mann, ich bin der Boss auf der Straße, ja Mann. Geh mir aus dem Weg! So, da gefällt mir das hier schon eher, obwohl hier eigentlich eher der Kühlergrill ist, ne? Das ist so. Ja, das gefällt mir halt vom ganzen Design her nicht wirklich, ne? Deswegen, also es ist echt nicht leicht. TGX, GX, ein TGX, GX. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen den beiden sein soll. Das eine ist mit 4x2. Das Goldene gefällt mir eigentlich auch sehr geil. Muss ich ehrlich sagen, das Goldene ist, es hat was. Ich weiß nicht, was das genau ist. Das hat irgendwie was. Und guck dir das an. Der kann sehr viel. Also wenn ich das mit den anderen vergleiche eigentlich, dann ist das schon sehr krass.
Das, also ich finde, das Goldene hat schon was. Das hebt sich so ein bisschen ab von den anderen. Kann man das abbauen? Ja. Sieht besser aus, finde ich. Dann können wir dir hier einen Telepass. Mhm. Naja, Kunststoff würde so billig aussehen, ne? Mhm, mhm. Ich finde, da passt das Schwarze schon noch besser rein. Ja. Das wird ja mal besser hier. Das hat was. Also ich weiß nicht, was es ist, aber es hat was. Nicht witzig. Nee, das sieht kacke aus. Also sorry, aber das sieht einfach kacke aus. Kann man das MAN-Logo jetzt noch schwarz machen? Das wäre nice. Nee. Oh nee, das würde es kaputt machen. Da bleiben wir beim MAN. Matt hätte das aber auch was, ne? Entweder so, ne? Oder halt so. Es hat beides was irgendwie. Hm. Ja, das hat auch was, finde ich. Da merkt man auch so ein bisschen sportliche, sag ich mal, raus, ne? Also, ja, hm. Aha. Aha. Oh. Mhm. Standardlackierung, das würde... Ja, das... Nee, 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 nee. Also entweder das oder das. Das gefällt mir aber auch eigentlich ganz gut, ne? Also... Natürlich, LED, hallo? Boah, ich will mit dem Ding auch fahren. Ganz ehrlich, so langsam habe ich echt Bock, mit dem Ding zu fahren. Oh, eine Kamera. Oh. Luxus. Lackiert aber Aero. Das Aero soll sein. Nee, lackiert sieht da schon besser aus. Lackiert, alles lackiert, alles lackiert. Oh ja. Boah, jetzt habe ich selbst Bock, mit dem Ding zu fahren, sage ich dir ehrlich. Das mit diesem Aero, das würde, glaube ich, nur das Ding rausnehmen irgendwie. Ich weiß nicht. Das sieht so einfach besser und cleaner aus, finde ich.
was das hier sein soll. Achso, das? Ah. So ein kleines Fenster oder was? Ah ja, nee, nee, da können wir doch das Ding schon reinnehmen, ja. Original, blablablub. So, dazu kommen wir gleich. Das noch so ein bisschen böse aus, so, wisst ihr? Ein bisschen, wo man merkt, okay, ey, Kollege, komm mir nicht zu nah. Achso, das wäre. Achso, das kann man nur so oder so. Ah, ne, das kann man beides so. Okay. Lackiert haben wir ja schon. Das braucht man, glaube ich, nicht, ne? Sogar auch. Also hätte was. Spiegel noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, das würde ich nicht so fühlen. Bisschen leiser. Aber auch sehr gut Sprit sparen, ne? Ich habe selber gerade Bock mit dem Ding zu fahren, sage ich ehrlich. Ich glaube, wir können es nicht leisten. Doch, wir können uns gerade noch so leisten. Boah, ich hätte ehrlich Bock mit dem Ding gerade einfach ein paar Runden zu drehen. So, jetzt kommt noch hier hinten. Nee, das sieht schon ein bisschen. Ja, dann eher so, ne? So, was haben wir jetzt hier? Lackiert? Ah ja. Lackiert oder Kunststoff? Und was haben wir hier noch? Ah ja, lackiert. Boah, ich sag dir ehrlich, ich hätte Bock echt mit dem Ding zu fahren. Das Problem ist, glaube ich, dass wenn wir den hier sagen, der erstens viel teurer wäre, ja, ja. Zweitens von der Wendigkeit her nicht so krass ist. Soll ja ein Alltagsauto sein, sag ich mal, oder ein einer, der sehr gut Standard, also für alle LKWs so gesehen von uns, also der vielleicht den Scania vielleicht überbietet. Who the fuck knows? Dadurch, dass wir meistens sehr viel Standardgut transportieren. Das hier macht schon einen krassen Unterschied. Immer mit dem hier vergleichen. Beziehungsweise Heavy Loud R.
Weil das ist mit das beste Getriebe, was wir hier haben können auf dem Markt. Der Rest absoluter Schrott. Sorry. Golden Topaz. Raven Paint. Hyperium Chrome. Hier hat man die hier genommen, auch in der Farbe. Das hat man gar nicht genommen. Original, ja, was haben wir hier noch? Achso, was ist das hier? 450, achso, okay. Gut, ab geht's ins Interieur. Ich brauche nicht unbedingt was. Ja, eine Flasche gönne ich euch von mir aus noch. Was ich auf jeden Fall hier immer gemacht habe, war eine Kühlbox und da drüben, glaube ich, eine kleine Reisetasche, wa? Hier, glaube ich, habe ich den paar Decken oder was die hier, oder? Ja. Sieht sehr gemütlich aus, muss ich sagen. Lackiert mein Sensor. Aber wäre es dann nicht besser, den zu nehmen, damit der beides filmt vielleicht? Der sieht schon geil aus, muss ich ehrlich sagen. Also da hätte ich echt selbst Bock drauf zu fahren. Vor allem, weil der nur 300.000 kostet und dafür fast mehr kann als der Scania. Denke ich. Ja, das würde nur Aerodynamik rausnehmen. Das wird das halt so ein bisschen rausnehmen, wisst ihr? Also, was auch immer das ist, keine Ahnung.
Plus 640 PS 26. Das war, glaube ich, das Baujahr. Der TGX 26, 640 war die PS-Anzahl immer, ja. Ja, also wenn wir jetzt im Interieur nichts mehr ändern können. Huch. Achso, das ist der Sitz, ne? Ah ne, Exclusive, natürlich. Ja, die Fahrer stinken immer, das ist ekelhaft. Navigationsgerät haben sie hier drin. Hatte ich hier nicht eine Dashcam irgendwie mal reingehangen oder was? Aha. Aha, das hat auch was. Windshield Shades Long. White. Wenn dann. Ja, das, der ist Gold, ne? Der hat auch was Orangenes. Finde ich. Das ist so. Fühle ich so ein bisschen orange raus. So. So, was legen wir denn da oben auf? Zigaretten, Nutella. Geil. Nee, geraucht wird bei mir im LKW nicht. Sieht eher aus wie eine 3D-Brille als alles andere. Eine Map. Das finde ich in Ordnung. Nochmal ein Handy irgendwo hier, ne? Passport, please. Und hatten die nicht ein Handy hier? Ledergeldbeutel. Den packen wir mal hier hin. Dafür kommt die Karte dann ganz nach hinten, aber haben wir hier noch irgendwie. Handy. Das Handy packen wir mal hier hin. Dafür packen wir hier hinten dann die Karte hin. Ja, oder hier so. Ja, dann kann da, keine Ahnung, Musik laufen lassen oder was weiß ich, keine Ahnung. 304.000 kostet der. Eieieiei. Ach Gott, wir haben nur 290. Oh Gott. Speichert ihr das? Speichert ihr das? Bitte, 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 bitte. Achso, wir brauchen jetzt nicht zur Bank gehen, wenn das nicht speichert. Das wäre dann scheiße. MAN? Online? Er hat es nicht gespeichert. Stressig. Aber gut, dann machen wir das Ganze nochmal. Vielleicht können wir sogar ein paar Änderungen vornehmen. Und dann würde ich sagen, kaufen wir den. Der ist ein bisschen billiger und er kann mehr als, ich sag jetzt mal, der Otto Normal Scania, den wir immer haben. Das ist schon krass. Also, gut, ich hätte es vielleicht von Mercedes eher erwartet. Können wir mal gucken, was Mercedes so kann. Das wird jetzt sowieso eine ZDF-Folge. Gigaspace, Big Space. Gucken wir mal, was der so kann.
kann schon einiges. Also der kann schon. PS. Power Heavy Load. Ist halt die Frage, er muss gut aussehen. Also sieht er nicht gut aus. Finde ich ihn halt scheiße. Und hier gibt's halt nichts Gutes. Silver Grey, ja toll. Also hier können wir gleich rausgehen. Mercedes hat aus meiner Sicht nicht wirklich was Gutes. Ja, also Volvo würde damit noch übrig bleiben. Allein der kostet schon 294.000, Alter. Wir werden ja sowieso nicht den hier nehmen, sondern der am besten ist, irgendwie der Techlift hier hatte. Oh Gott, hier gibt's einige. Oha. Dafür kann der wenig Standard gut, dafür kann der wahrscheinlich. Oh, okay. Wenig Standard gut, aber dafür kann der viel. Sag ich mal, ne? Also andere Sachen. Ja, und aussehen, naja, Black Knight. Der MAN war mit am besten. Also wir werden auch weiterhin auf Scania setzen, aber sorry, aber der MAN sah mit am besten aus. Also wir werden auch weiterhin auf Scania setzen, so ist jetzt nicht, ne, aber ja, nee. In der Farbe gefällt er mir wirklich gut. Ich weiß nicht, warum es den nicht in der Farbe gab. Es hätte auch was, aber. Ah, den gibt's doch. Hä? So, Heavy Load R. Und hier nehmen wir den hier, wa? 640 PS, ich glaube, den hatten wir genommen, ja. Und dann wollten wir noch 6x2 Taglift. Also der ist zwar von der Wendigkeit her gut, also sehr gut sogar. Dann würde ich fast den hier setzen, mit Lift, also dass der hier sich heben lässt. Frage. Hier hinten. Lackiert und lackiert. Was mich, dieses Silberne kotzt mich gerade noch ein bisschen. Das ist zwar nicht schlimm, aber das ist so, weiß ich nicht. Das nimmst noch so ein bisschen raus. 4x2 Fahrwerk, gut, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Wäre natürlich noch besser. 8x4 ist nur für Heavy Load. Deswegen entweder den oder den hier. Der wäre mit 2x4, also Antriebsachsen wären 4. Der würde sich heben lassen. Das wären nur zwei Antriebsachsen. Nur eine Antriebsachse, also 4. Nee, wie fahren das nochmal? Angetriebene Achse eine? Eine. Was unterscheidet die beiden voneinander? Nichts eigentlich. Außer der Preis.
hier ist Heavy Load Artist mit das Beste einfach. So, genau, Golden Topaz. Das hat einfach was. Ich finde, das sieht mega aus. Kümmern wir uns erstmal hier um die Reifen. Denn wir müssen irgendwie diesen Golden Topaz. Gibt es davon einen Farbcode? Ich guck mal. Golden. Ach, Mensch. Golden Topaz. Topaz. Hexcode. Oh ja, das sieht fast ähnlich aus. Ob man den jetzt hier auch anwenden kann. Hex. Aha. Vielleicht ein bisschen heller. So, weißt du? Gut, das ist mehr ins Braune. Ich glaube, so trifft es eigentlich gut. Ein bisschen heller müssen wir noch. So, nein, 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 nein. Oh! Ich glaube, so trifft es ganz gut, oder? Ja, ja, doch sehr, 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 sehr. So, dann fangen wir erstmal hier oben an. MAN. Das heißt einfach nur MAN. Nova. Dann gehen wir auf Chrome, weil Lights ist so... The fuck? Chrome, ne? Dass wenn ein Kollege mal Lichthupe machen soll oder muss, dass er das auch machen kann. Ist die Frage, was gibt es hier noch in Auswahl? Die Hupen, die würden das so rausnehmen. Das ist so... Ne. Entweder die Lumen Chrome oder die hier. Die hier, ja, die haben schon ein bisschen. Wenn Chrome, dann richtig Chrome. So. Dann machen wir hier an der Seite natürlich die Originalhupen. Original, hust, hust. Das nehmen wir raus übrigens. Hier machen wir eine Kamera rein. Wäre eigentlich noch geil, wenn die lackiert wäre, aber gut. Telepass. Die war. Achso, das wäre das Kennzeichen. Okay. Telepass Devices 3. Weil 1 ist so, 2, 3. 3 soll es sein. So, hier. GPS-Projektor. Ah. Das wäre sogar sehr modern für die Kollegen. Irgendwann will ich so einen dann aber auch mal fahren. Das könnt ihr wissen. Lackiert, das hat so nicht. Das ist, da ist das Glossy schon besser. Und wenn das dann wiederum Gold ist, das... Muah. Lackiert Solid oder lackiert... Müssen wir halt an jeden einzelnen Punkt rankommen, ne? Vor allem da an dem Punkt ranzukommen. Vor allem, weil ich auch nicht zoomen kann. Ah... So würde das funktionieren. Können wir hier Blinker reinsetzen? Strobe und LED. Strobe only. Warte mal, wir hatten hier gerade Strobe only. Wir hatten hier Blinker. Links, links. Rechts Strobe und LED. Das nimmt es irgendwie raus. White with left orange. White with left LED. White with right LED indicator. Das hier.
White with left, orange, light. LED. 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 So, dann machen wir hier noch in der Mitte, machen wir noch die ganzen Strobes. Ich glaube, das wird es rausnehmen. Yellow Strobe. Red Strobe. Red Strobe. Orange Strobe. Orange Strobe. Obwohl das hier echt scheiße aussieht. Sorry, muss ich sagen. Red Strobe. Red Strobe. Aber hier nehmen wir mal Orange Strobe. Dann machen wir das hier noch. Machen wir hier aber Orange. 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 Und hier machen wir dafür Red and Red. Aber hier nehmen wir Red rechts, hier nehmen wir Red left, hier nehmen wir Red left, hier nehmen wir, right, hier nehmen wir Red left. Die bleiben einfach in der Mitte. Ja, nimmt es nicht ganz so raus. Was es rausnimmt auf jeden Fall, sind die beiden hier. Ja, das geht schon. Das, das oder das. Das gefällt mir mit am besten. Aber individual. Nee, das ist hiermit schon am besten. Aber hier natürlich LED. Ist doch ganz klar. Weiß man doch heutzutage. So. Dann kommen wir hier zum Treppchen. Hier gibt es nichts anderes. Standard oder, ne? Dann haben wir hier natürlich Aero. Dann hier. Hier nehmen wir natürlich unsere Ravens. Machen die in dieser Farbe hier. Sirius. Die hier. Und dann nehmen wir hier die Spikes. So. Das hier lackiert. Das hier, ja, das muss Kunststoff sein. Das hier ist original. Oder können wir auch rausnehmen, ne? Ich finde, das nimmt so ein bisschen raus. Lackiert, ja. So, hier können wir leider keinen größeren Tank einbauen. Hier Aero, genau. Runner, können wir mal wieder auf die Sicht hier wechseln, danke. Runner, zack. Raven, zack. Spikes, zack. Und hier hatten wir jetzt Elite Rider Paint genommen. Genau. Hier auch Runners. Hier auch Raven. Also wir könnten auch das hier, Dark Silver, nehmen, ne? Das wäre komplett Standard Paint. Dark Silver, nehmen wir Dark Silver. Hier natürlich auch die Spikes. Standard Painted. Mit der Variant oder Standard? Immer Variant. Gut. Dann hier hinten noch. Lackiert und lackiert. Hier natürlich LEDs, ist doch ganz klar. Da haben wir nichts genommen, aber dafür haben wir hier die MANs genommen. So, das müsste schon gewesen sein, glaube ich. Hier.
Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Full und Alt sein soll. Hier sehe ich es noch, ja. Gut. Gut. Das LED. Das haben wir. Das hier unten war nur. Ah ja, doch. Ja, nehmen wir einfach noch mit rein. Rahmenschutzbügel. Genau, da haben wir hier einmal genau den GPS-Projektor. Da kommt nichts rein. Hier kommt auch nichts drin. Hier hatten wir die Kamera genommen. Und zwar die Dashcam mit Frontkamera. Nicht genommen. Hier hatten wir die Kamera genommen. Hier hatten wir lackiert genommen. Lackiert aber mit Sensor. Das wär noch besser. Kunststoff. Hier nehmen wir natürlich die besten Sitze. Individual Luxury Lover. So, hier natürlich, ne? Was? Trackkissen? Ach, Track. Achso, hier für eine Spur gezogen. ETS-Kissen. Was war das gerade? Schlafsack? Hier. Ja, guck mal, das nehmen wir hier. Hier unten gibt es ja nichts mehr außer das hier. Da können wir hier Truckers of the Road nehmen. Hier kommt natürlich die Kühlbox hin, die ich meinen Leuten immer spendiere. Ja, in schwarz. Eine Flasche gönne ich denen auch noch. Ne? Hier natürlich ein Luftauffrischer. Rolling Stones. Was zum Teufel. Eine Abstellfläche. Dann kommt hier vorne das Handy hin. Dann kommt hier... wo ist er? Das Briefcase. Da. Und da hinten kommt... Was haben wir da genommen? Passporto. Das Lenkrad müssen wir noch anpassen. Individual. So, das sind 304.000. Ja. Luxuriös, ne? Wir hatten gerade erst eine Garage gekauft. Wo hatten wir die gekauft? Hier oben. So, jetzt müssen wir natürlich, wir müssen mal langsam auch sortieren. Wenn das jetzt sowieso so eine ZDF, also zwischen den Folgen Folge ist, dann müssen wir mal gucken, dass wir die besten Fahrer zum Beispiel nach Madrid schicken. Damit wir den Standort erstmal voll haben. Fahrer, LKWs. Scania. Du bist in Madrid. Du bist in St. Petersburg. Du zum Beispiel bist in Dings hier. Du änderst mal den Standort. John, du wolltest ja sicherlich sowieso mal umziehen, wa? Du gönnst jetzt mal einen neuen LKW. Genau. Die ganzen Scania S. Ich habe ja einen. Annetta, du wechselst den Standort, oder? Warte mal, nee. Du wechselst nur den Standort. Aber behältst den LKW. Den schicke ich dir gleich noch hinterher. Moment. Du bekommst den sicherlich nicht. Nee. Den bekommt Annetta wieder.
So. Jetzt sind in Madrid 4 Scanias. Wo ist der 5. Scania? Nicht der 5. Es fährt hier noch der hier, Jakub. Du hast es noch nicht verdient. Das heißt, du änderst mal den Standort, bitte. Du fährst mal gerade dann in Trondheim rüber. Ja, du hast noch keinen LKW, den schiebe ich dir gleich in deinen schönen, netten Popo. MAN, Scania, es wird es jetzt nicht zugewiesen. Martin, du kommst nach Madrid. Dein LKW gebe ich dir gleich. Ja, jetzt so. Wo ist... Jetzt fehlt da ein LKW oder was? Hä, warte mal, hä? Der ist in St. Petersburg. Standort ändern. Ja. So. Jetzt haben wir Madrid so gesehen voll. LKW-Manager. Marke. Einer steht gerade in Stockholm. Und der Kollege, der da einen MAN GX hat, TGX, du bekommst sicherlich nicht den MAN. Den werde eigentlich ich mir einkopieren. du kommst mal nach St. Petersburg, weil da gerade ein Platz frei ist. Jetzt muss ich das. Jetzt muss ich das irgendwie noch. Den Überblick behalten. In Berlin sind gerade alle und in Bordeaux, Florenz, Frankfurt, Helsinki, Kronstadt, Liverpool, Madrid, Odense, Orleans, Riga, St. Petersburg, Sarajevo, Stockholm. In Stockholm fehlt einer. Du bekommst einen besseren LKW. Der ist in Trondheim. Das heißt, ich werde jetzt erstmal wieder nach dem MAN suchen. Hä? Wo ist denn jetzt der MAN hin? Digga, bin ich jetzt behindert? Die haben wir noch nach St. Petersburg geschickt. Ja, toll, jetzt ist er nicht hier, oder was? LKW-Manager. Garage. St. Petersburg, MAN-TGX. Standort zuweisen. Du bekommst jetzt deinen Lieblings-LKW. Herzlichen Glückwunsch, ja. Auf den hast du sicherlich schon lange gewartet. Gottverdammte Scheiße, ey. Welcher LKW ist denn jetzt noch keinem Fahrer zugewiesen? Der hier. Wieso nicht? Beziehungsweise welcher Fahrer hat jetzt kein LKW? Es haben alle ein LKW. Wir haben 85 Fahrer, aber 86 LKWs. Okay. Das heißt, wir müssten noch einen Kollegen einstellen. Frag mich jetzt aber nicht, wohin. LKW-Manager. Berlin. Berlin, Bordeaux, Florenz. Frankfurt, Helsinki,
Kronstadt, Liverpool, Madrid, Odense, Orleans, Riga, St. Petersburg, Sarajevo, Stockholm. In Stockholm fehlt einer. Okay, dann muss der LKW, der gerade irgendwo steht. Ich weiß nicht wo, weil wir haben ja einen LKW zu viel. Der steht jetzt gerade in Stockholm. Ein LKW zu viel, aber wo steht der denn? Jeder hat jetzt so gesehen. Du bekommst einen alten MAN. Trondheim, müssen wir uns gerade mal merken. So, das heißt, wir haben jetzt alle zugewiesen, außer Scania S. Und der kommt einfach erstmal, der wird erstmal auf dem Standort in Dings bleiben. Aber erstmal nur Reservefahrzeug. Denn den müssten wir, wie den hier, eigentlich Konfiguration kopieren. Auf alles. Auf den hier. Das würde 284.000 kosten. Ja, das ups. Aber gut, bis dahin hätten wir sicherlich das Geld. Aber dann setzen wir jetzt erstmal weiterhin auf MANs. Dann können wir die vielleicht sogar verkaufen, die alten Scanias. Oder die MANs. Kann man. Wir sind ja noch in der ZDF-Folge. LKWs. Kann man die hier. Nee. Wo ist denn der andere MAN hier? GX. Geht nicht. Okay. Weil das ein TGX GX ist. Okay. Also die Scanias gefallen mir auch gut. Also ich glaube, wir machen so eine Scania-MAN-Flotte. Der MAN ist ein bisschen moderner, ne, und billiger. Dafür kann der auch, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich kann die leider nicht vergleichen. Doch, ich könnte die vergleichen miteinander. Gib mir mal einen Moment. Gewusst wie? Wo ist der MAN? GX-Setzer hier. So, dann vergleichen wir die Bienen nochmal miteinander. Also, der Scania hat 3000 Newtonmeter, hat der MAN auch. Motorleistung hat der Scania 580 PS, hat der MAN 640. Punkt für MAN. Anzahl der Gänge hat Scania 24, MAN 24. Übersetzung erster Gang 38 hat MAN auch. Übersetzung höchster Gang 0,65 hat MAN auch. Übersetzung Differential 2,69 hat MAN auch. Effektiver Radstand 3,157 mm oder 3,157 m hat MAN 3 Meter, nee, fast 4 Meter, 3 Meter 953. Also, dass der Scania länger, das heißt, Punkt für MAN. Retarder ja, Retarder ja. Anzahl der Achsen 3, Anzahl der angetriebenen Achsen 1. Also 2 zu 0 zu MAN. Dann ist er noch billiger, 3 zu 0. Okay, der MAN ist ein bisschen weniger wendig, 3 zu 1. Boah, wenn ich das. Schwergut kann ich jetzt schlecht einschätzen. Standardgut würde ich sagen, geht ein Punkt an Scania, 2 zu 3. Wendigkeit hatten wir gerade schon gesagt. Steigen Gefälle genau gleich. Boah. Unebenes Gelände machen sie beide auch gleich. Also es steht 3 zu 2. Das, Hui.
Was anderes können wir, glaube ich, gar nicht nehmen. Ne? Also was besser wäre oder was besser wird. Weil dann würde er entweder Standard gut oder halt die anderen leiten. Und PS-Anzahl brauchen wir. So leid es mir auch tut, ne? Das Heavy Load R mit das Beste, was wir hier haben können. Aber das hat ja auch der Scania verbaut. Heavy Load und Heavy Load R. Der Scania. Der Scania. Der sieht auch ein bisschen länger aus, ja. Dafür hat er die Liftachse hinten. Ich glaube, das hat der andere nicht, wa? Also da haben wir schon mit das Beste ausgewählt. Oh, Schwergut würde ja sehr gut transportieren, aber dafür nicht so wendig, ne? Hier würde nur das Standardgut und wir transportieren meistens Standardgut drunter leiden. Differential haben wir Heavy R. Also hier gibt es eigentlich auch nichts Besseres. Also es steht wirklich, also der MAN steht wirklich gerade besser da. Und der ist auch billiger, ne? Also, wie gesagt, wenn ich mir das auf dem LKW-Händler angucke, dann kostet der Scania 360 oder so 1000, ne? 354.000 gegenüber dem MAN, der sich hier den Punkt holt. Denn der ist ein bisschen billiger. Nicht der hier. Achso, meine Angebote. Entschuldigung. Sondern der hier. 304.000. Sieht dafür auch ein bisschen golden aus, ne? Golden Generation. So. Na, hier gibt's gerade nichts, wa? Gut, na dann beenden wir die Folge. Das war wieder so eine ZDF-Folge. Ja, jetzt ist natürlich, ein Fahrer fährt natürlich jetzt nicht, ne? Müssen wir mal in der nächsten Folge überlegen. Gut.